Läuft. Ja, dann schauen wir mal nach. Was haben wir denn hier? Also, wir haben... Der ist raus, der ist raus, der ist raus. Bei den beiden ist der raus, also der. Next. Der ist raus, der ist raus, der ist raus. Der ist auch raus, der ist es. Next. Ja, wir haben den raus, wir haben den raus, wir haben den haben wir nicht raus. Und damit haben wir es geschafft. Wir sind Meister der Magie. Hier haben ein wunderschönes Tuch rum. Hier ist Solomon. Wir nehmen ihm seine Maske mal ab. Zuerst der Spiegel. Zuerst der Spiegel, okay. Many years ago, I saved two orphans, brother and sister, from a Koshmar. Ja, dann können wir mal gucken. Ich glaube, den Teddy legen wir mal... Ach du Heilige, jetzt müssen wir das so verschieben. Teddy nach da. Helm nach da. Das nach da und Sylvia and Gabriel. I took them in and trained them. They became my best students. A year ago, Sylvia was killed in action. We couldn't save her. Gabriel was crushed. Hä, sie war tot? Sie lebt doch. Na egal. Jetzt, Also, da ist was drin. Ach so. So, das haben wir schon mal richtig platziert. Das haben wir falsch platziert. Macht aber nichts. So, das haben wir auch richtig platziert. Das ist immer noch falsch. He wouldn't let his sister go, even if it meant using the incursory stone. I stopped him in the middle of a ritual and exiled him from the order. Alles klar, wir brauchen also den Bogen wahrscheinlich hier später. Ah, ist nur der Part frei, okay. Aber mal so. So wollte ich das eigentlich nicht haben, aber egal. Machen wir mal. Hier ist so eine kleine. Hä, wie wir sind. Was? Ach so, genau, so kann man das machen. So, das ist richtig. Jetzt muss ich gucken. Hier kommt wahrscheinlich das hin. Dann müsste man... dahin. Ich muss einfach noch mal dahin kommen. Oh, der ist nämlich jetzt richtig. Jetzt haben wir nur das Problem, der ist falsch. Das kriegen wir hin. So. Es ist nur eine Sache, wie kriegen wir den jetzt da runter? But it turned out he succeeded. Sylvia woke up the day after, with her memory gone. Alles klar.
Maske runter. I kept Gabriel from you. I was afraid you would become like him. Look at all this. Was I not right? Is all this a fair price to pay for one life? Promise me, Sylvia, you'll let me go. I'm so tired. Solomon, no. Don't die. I need you. Diese Emotion in ihrem Gesicht. No. That's enough. You stubborn old man. Why wouldn't you see things my way? Ugh, I messed everything up. I'm so sorry. Let us finish this for him together. What do you say, sister? I can patch up the stone. Just help me gather the pieces. Okay. Stein. 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 Hackebeil. Ein Kreidestein. Oh, hier mit Spalten. Dann nicht. Was haben wir hier? Haben wir noch eine Axt? Hier haben wir auch noch so einen Stein. Hier haben wir ein Tuch. Da ist unser Männchen. Gut. I owe you answers. Ask me anything. Camilla, she really means a lot to you, doesn't she? At the time I met her, I was a wreck. She gave me a reason to live. That's why I had to try to bring her back. Why I need to save her now. Why haven't you talked to me? In the treasury, there was no time. And here in Lichtenheim, I assumed you worked with Solomon and wouldn't want to listen. I was angry. I was in a hurry. I'm sorry. I should have talked to you. Why didn't you seek me out? I didn't know you were alive. I thought Solomon ruined the ritual. That's why I hated him so much. I was convinced he took you from me. I'm glad we talked, but we should get back to the task at hand. But here in Lichtenheim, ne? Lichtenheim. Klingt irgendwie immer sehr witzig, wie die das aussprechen. Ja, irgendwie muss ich das hier noch rauskriegen. So, Spitzhack, gib mir. Tada! Haben wir. Ich würde lieber nicht mit dem Versuch sterben, über irgendeinen Abgrund zu springen. Warum nicht? Ist doch cool. Läuft doch. Ja, würde ich sagen, dann müssen wir den Baum hier irgendwie fällen oder sowas, ne? Ist wahrscheinlich Harz, aber es sieht aus wie Blut. Wischen wir es doch mal weg. Gut, Theater nicht, Lichtenheim auch nicht, Stadtzentrum auch nicht. Hier, wir sind hier. Hier muss jetzt irgendwas gemacht werden. It'll take me some time to rebuild the stone. Meanwhile, look at this. Ancient incense. It separates the Koshmar from its victim. But we'll need to get close. Could you scout the path ahead? Ach ja, ich soll ihm ja helfen. Ja, dann, okay. Die fehlende Seite aus Gabriels Buch. Ja, zerschnittene Fesseln. Wir können also jetzt weiterlatschen. Ach du Scheiße. Oh.
unregelmäßig. Okay. Dann würde ich mal sagen, legen wir mal los. Wir müssen da zuerst drauf klicken. Danach hier drauf, dann auf dieses artige W. Dann suchen wir das X raus und dann dieses R. Tada! Die Nekropolis, Kapitel 6. Nekropolis, ach du Scheiße, das sieht auch sehr lustig aus, hier schon mit dem trauernden Totenkopf. Dieser Kran könnte immer noch funktionieren, aber es fehlt ein Teil. Ein Spachtel. Ein Schaber, ja, Entschuldigung. Ein Schaber. Metallstangen, 2 von 3. Ey, ich will das Männchen anklicken. Danke. Eine da. Wir können, glaube ich, nicht runter. Ja, doch. Später können wir wahrscheinlich auch runter. Aber noch nicht. Dementsprechend gehen wir mal hoch. Tada! Das ist eine Grabstätte am Grund dieser Schlucht. Stimmt, hier wollten wir irgendwie. Können wir hier. Nein. Hier können wir gar nichts machen. Wow. Wie hast du die denn da reingekriegt von da oben? Hallo. Gut, hier können wir nichts machen. Ein Nest mit Vampirfledermäusen. Definitiv nein. Warum nicht? Kannst du streicheln? Oh, ein Wimmelbild. Ja, dann machen wir das Wimmelbild doch mal schnell. Mit dem Teil, mit dem runden Teil brauchen wir nicht. So. Es ist ja sehr schön mit dem Wasser. Das hilft ja sehr schön beim Suchen. So, haben wir den Teil, das Teil auch. Fehlt noch dieses Holzbrett. Und uns fehlt einmal so ein Ring da drum. Ist das vielleicht hier einfach nur diese Metallstange? Jo. Ja, dann fehlen uns hier noch so kleine Stücke. Zurück will ich eigentlich nicht. Nein. Einmal das. Jetzt fehlt noch dieses kleine rote Etwas da. Nicht zurück. Aus. Pfui. Irgendwas, was ich an die Seite schieben kann oder so. Nö. Es fehlt hier nur noch dieser kleine rote Punkt da. Das ist er nicht. Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Da kann ich nichts machen. Kurz warten. Das ist er auch nicht. Hey, ich habe gewartet. Ich habe gewartet. Mein Gott. Da ist halt irgendwo noch. Ach, hier drin. Wow. Bin ich da noch nicht drüber gegangen? Ja, dann. Ein Bronzeschild. Oh. Schick. Können wir jetzt mit dem Bronzeschild dahin das holen? Ah, und jetzt draufschlagen.
Dann vielleicht hier mit dem Haken. Ich wäre lieber weit weg von den Fledermäusen, wenn es losgeht. Ja, dann gehen wir mal hier hoch. Was? Ah, ja, da ist er ja. Ja, dann würde ich mal sagen, kloppen wir die mal raus, ne? Dankeschön. Wir holen uns mal das eben ab. Ein Kranteil. Ja, wenn das so ist. Hier kann ich nichts machen. Aber mal hier vielleicht die Ketten schon mal dran. Dann können wir den Kran wahrscheinlich gleich runterlassen und das Ganze drauf machen, richtig? Ah, nicht hier, sondern hier. Kran drin. Schöne Animation. So, ja, dann machen wir den Haken daran fest und machen die Kette daran fest. Und dann würde ich sagen, gehen wir wieder hoch. Und einmal mit die. Dankeschön. So, dann gehen wir das mal runter. Mal hier das Tuch, das nehmen wir mal mit. Sonst war nichts drin. Echt, das ist ein gammeliges. Ein Spitzenschleier, Alter. Spitze ist das Ding. Super top. Erreiche die Spitze des Nekropolis, haben wir gemacht. Was ist mit dem Kollegen hier? Der braucht was. Nein, brauchen wir nicht. Okay. Eine Barriere aus den Seelen der Opfer des Kosmos. Es ist an der Zeit, die Masken zu benutzen. I've betrayed the trust of a dear friend. Wähle die Masken, die zur Sünde passen, welche die Maske darstellt. Sprich mit dem Schädel, um dir die Sünde erneut anzuhören. I've betrayed the trust of a dear friend. Ach du Scheiße, ich habe... Boah. Ach du Scheiße, wer war das denn nochmal? Nein. I spied on someone whom I should have trusted. Ach du Scheiße. Boah. Auch nicht. I forced someone to marry me. I've dealt with black magic. Hä? I've let anger take control over me. I've let someone most dear to me. I've dealt with black magic. Alles klar. I've tried to force someone to be like me. Nein. I've let anger take control over me. Meine Fresse, ey. Ich kenne mich doch gar nicht mehr aus. Someone most dear to me die. I spied on someone. So, jetzt haben wir noch zwei übrig. I've let someone most dear to me. Das brauchen wir uns gar nicht anzuhören. Passt. Finde den Kosmar in den Nekropolis. Ja, da ist er doch. Da. Mit dem spitzen Schleier. Warte mal hier, das brauchen wir noch. Ein Altarschlüssel. So gerne ich ihn auch besiegen würde, es ist weiser, dem Plan zu folgen. Ja, dann würde ich sagen... Ach, hier haben wir auch was dazu. Ah, alles klar. Das nicht. Ich gebe ihm mal den Schleier. Oder auch nicht. Hier ist der Altar. Ich dachte, das wäre unten. Warte mal, erstmal nehmen wir den hier mit. Hier müssen wir den Wisch auslegen. So, wir brauchen Öl.
Dann nicht, es war ein Versuch wert. Harz, Moos, Tierknochen, diese Dinge kann ich auftreiben. Was haben wir hier? Öl. Ja dann, wollen wir mal schauen. Haben wir hier irgendwas? Irgendwie müssen wir das Ding doch noch aufkriegen hier. Ich sehe doch, dass wir da was rausholen müssen. Don't take this the wrong way, but it's very precise work. Ja, dann. So, Harz haben wir. Dann müssen wir schauen. Und einmal hier ist was zu machen. Was ist da bitte hier zu machen? Da ist etwas Glänzendes in dem alten, rostigen Helm. Leider kennt ihr. Öl. Mit Gewalt dürfen wir das ja nicht machen. Tada! Wir haben ja was gefunden. Ja, dann gehen wir mal runter. Hier unten soll ja auch noch was sein. Haben wir hier Tierknochen oder sowas? Ein Männchen. 24 von 30. Ich würde sagen, das Spiel neigt sich dem Ende. Ich dachte, die müssen wir jetzt vom Boden kratzen. Aber anscheinend wohl nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch und geben ihm mal die Münze. Besser. Dann gehen wir wieder runter. Ein Wimmelbild, sehr schön. Diesmal mal ohne Wasser. Dann fangen wir direkt mal an. Das brauchen wir. Hier brauchen wir was. Brauchen wir den Teller? Nee, den Teller brauchen wir nicht. Wir haben aber hier und da was. Da auch. Das nicht. Das auch nicht. Das aber und das. Das Ding nehmen wir auch gleich mit. Da liegt noch was und hier. Ein Räuchergefäß. Ach ja. Haben wir sonst noch was uns? Oh, wir hatten noch was zu unten zu erledigen. Okay. Ein Räuchergefäß. Knochen. Ja, sehr schön. Geil. Und damit hätten wir alle Zutaten zusammen. Hey, eins fehlt. Moos. Dieses Mooszeug fehlt. Wo haben wir das denn? Das sollten wir hier haben. Ich gehe aber davon aus, einmal zurück. Nehmen wir schon mal den Schaber in die Hand. Doch hier? Puh, ach da, ja, das muss stimmen. Das können wir mitnehmen. So, dann schauen wir doch mal nach. Also, das da... Oh, es gibt eine bestimmt eine bessere Idee. Machen wir erstmal den Deckel auf, genau. Das da rein, das da rein, das da rein. Bereite den alten Weihrauch vor. Haben wir gemacht. The incarcery is ready. As ready as it can be under the circumstances. How are we... The incense is done? You're amazing, sis. One thing.
if anything were to happen. Don't jinx it, Gabriel. Let's go. Los geht's, auf geht's, ab geht's. Hier, friss das. Der Albtraum ist vorbei. Nein, ist er nicht. Halte den Koschmar auf. Hallo, Stein. I won't let you hurt them. With the Koshmar defeated and the city back in its place, we returned here. But you already know that, Camilla. I know that oblivious sensation. Your memories and feelings will be restored in time. And with them, something that exists even in the darkest of places. Hope. Das war Grimmige Legenden 3, die dunkle Stadt. Dass das jetzt schon vorbei ist, wow, das ging aber echt schnell. Schön. Schön. Ja, das sind jetzt 50 Minuten nur gewesen in der Aufnahme. Also ich kriege jetzt zwar gerade eben so 2 Folgen raus, aber ich würde am liebsten ja eigentlich mehr machen. Aber das war es erstmal mit Grimmige Legenden. Grimmige Legenden 3. Wenn ich richtig gesehen habe, gibt es halt auch wieder so einen kleinen Zusatzteil. Den werden wir natürlich auch noch spielen. Aber das erst bei der nächsten Aufnahme. Deswegen, Leute, macht es gut. Ich lasse den Abspann wieder weiterlaufen. Mir hat das Spiel wieder gefallen. Ich sag das immer gerne. War aber jetzt ein bisschen kurz. Aber abwechslungsreich mit den Dialogen. Ich weiß noch nicht, ob die Dialoge wirklich was geholfen haben oder ob man einfach mal alles anklicken musste. Das weiß ich natürlich nicht. Wenn nicht, bin ich einfach ziemlich schlecht, weil ich immer das Letzte, das Richtige war. Aber damit sei es von mir getan, gesagt. Ich verabschiede mich und sage bye bye, bis zur nächsten Aufnahme und tüdelü.